Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Aber für die überwiegend freundliche Begrüßung. Ich denke, das Gutachten bestätigt die Landesregierung in ihrem Grundannahme und dem Bestreben, die Einrichtung eines Nationalparks Schwarzwald weiter voranzubringen. Gemeinsam mit der Region und gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern. Noch nie wurden bei einem vergleichbaren Projekt die Bürgerinnen und Bürger so früh und so intensiv in die Beratungen und Diskussionen um die Chancen und Risiken einbezogen. Der Herr Landrat hat es schon gesagt, da gab es aber einige Pfiffe. Und es würde mich dann schon interessieren, von den Bürgerinnen und Bürgern, die das nicht für genügend halten, was da ihre Kritik ist, das würde ich gerne erfahren, was da Ihre Kritik und Ihre Verbesserungsvorschläge wären. Und ich muss sagen, diesen breit angelegten Beteiligungsprozess, den werden wir auch in Zukunft fortsetzen. Und ich bin Realist, wenn natürlich auch nicht alle Kritiker davon überzeugt werden können. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Und das wird so bleiben, denn der Nationalparkrat wird paritätisch besetzt mit Vertretern aus der Region. Und das hat der Minister Bonde so vorgeschlagen, das findet meine volle Unterstützung. Es wird also so etwas wie ein Diktat aus Stuttgart mitnichten geben, sondern wir wollen in Augenhöhe vertrauensvoll mit Ihnen zusammenarbeiten. Ohne das kann man solch ein Projekt gar nicht erfolgreich managen. Also ich brauche ja jetzt das, was die Gutachter gesagt haben, nicht wiederholen. Es ist jedenfalls klar geworden, dass wir für die Region eine Vielzahl von Chancen aufgezeigt worden sind, für die Natur, für die Wirtschaft, aber auch für den Tourismus. Das heißt, ein Nationalpark macht ökologisch und ökonomisch Sinn. Aber insbesondere, und das ist ganz wichtig und das ist der entscheidende Impuls, wir wollen mit einem Nationalpark unserer Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung gerecht werden. Es ist dargestellt worden von den Gutachten, hier handelt es sich um Prozessschutz. Es handelt sich um Prozessschutz. Wir schützen hier einen natürlichen Prozess. Aber es ist einfach wichtig, dass davon eben auch strukturelle Impulse für die Region befördert werden. Und die wirklichen, das eigentliche Kernthema, das man immer hört, nämlich der Borkenkäfer, ist dargestellt worden, dass wir durch geeignete Maßnahmen und Management diese möglichen Risiken beherrschen können. Und auch die Befürchtungen der Holz- und Sägewerke haben wir aufgenommen. Ich denke, durch den Vorschlag von Minister Bonde da auch eine Lösung gefunden, dass eben die wegfallenden Holzmengen ersetzt werden, anderweitig, sodass diese Bedenken aufgenommen und damit aber auch gelöst werden konnten. Jetzt komme ich zu einer ganz entscheidenden Frage, meine Damen und Herren. Ist jetzt besonders auch an die Kritiker gerichtet. Es geht um 0,7% der Waldfläche Baden-Württembergs. 0,7%. Ich habe mir die Homepage der Gegner genau angeschaut. Und das muss man einfach sehen, wenn es so wäre, dass wir jetzt vorhätten, den ganzen Wald von Baden-Württemberg zum Nationalpark zu setzen und sich selber zu überlassen, dann wäre ich der Erste, der bei Ihnen unterschreibt. Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist eine sehr kleine Fläche, nämlich 0,7%. Schauen Sie, meine Damen und Herren, nur wenn wir Größen
Nur wenn wir Größenordnung beachten, können wir überhaupt eine vernünftige Diskussion führen. Jetzt muss ich doch noch mal etwas ausholen. Sie müssen sehen, wenn ich um Größenordnung gehe, wie sieht eigentlich die Naturschutzstrategie aus? Erstens Schutz durch Nutzung, zweitens Schutz mit Nutzung und drittens Schutz vor Nutzung. Die Grundlage des Naturschutzes bildet überhaupt Schutz durch Nutzung. Das ist unsere bäuerliche Landwirtschaft, die die Landschaft offen hält. Und das ist erstmal die Grundlage, dass wir überhaupt eine artenreiche Landschaft haben. Und das zweite ist Schutz mit Nutzung, Beispiel Streuobstwiesen. Die sind natürlich an und für sich ökonomisch nicht mehr lohnen, wo wir Konzepte finden wollen, wie wir das auch mitnutzen können, sodass eine der wertvollsten Biotope von Baden-Württemberg erhalten können. Und auf ganz winzigen Flächen, das ist etwa in der Größenordnung von 3%, machen wir überhaupt Schutz vor Nutzung, damit Sie einfach die Größenordnungen sehen. Also, meine Damen und Herren, das müssen wir immer berücksichtigen. Und nur wenn wir das berücksichtigen, können wir eine vernünftige Diskussion um diese Frage führen. Im Übrigen ist ja dargestellt worden, ein Nationalpark ist ja kein Sperrgebiet, sondern da kann man auf gelenkten Wegen nach wie vor rein. Also, das ist die Grundlage der Entscheidung. Und im weiteren Verfahren wird es nun so sein, das Kabinett hat heute auf meinen Vorschlag hin den Minister Bonde aufgefordert, jetzt einen konkreten Vorschlag zu erarbeiten, wie solch ein Nationalpark aussieht, was also die ganze Gebietskulisse ist und sie dann vorzulegen. Aber entscheiden tut der Gesetzgeber, also der Landtag von Baden-Württemberg. Ein Nationalpark heißt nämlich so, weil es ein Projekt von nationaler Bedeutung ist. Und nach unserer Verfassungsordnung, entscheidet darüber die Länder. Und die Vorgängerregierungen haben zu Recht entschieden, dass das über ein Gesetz entschieden werden muss, sodass nicht einfach Stuttgart entscheidet. Wie Sie wissen, besteht das Land Baden-Württemberg aus Wahlkreisen und darüber entscheiden also die Abgeordneten aller Regionen von Baden-Württemberg und nicht nur aus Stuttgart. Also das ist der Abschluss dieses Verfahrens. Und das wird, nachdem wir Sie alle angehört haben, dann in den ganz normalen Gesetzgebungsgang eintreten. Und da sind nochmal die ganzen Anhörungsverfahren vorgesehen. Also ich bitte Sie nachher offen und frei, Sie sind freie Bürgerinnen und Bürger, offen, frei und ohne Scheu Ihre Argumente und Ihre Kritik vorzubringen. Hören Sie uns sehr gerne an und werden darauf eingehen, so gut wir es können. Aber es ist mir ein großes Anliegen, dass es uns gelingt, wenn wir letztlich zu dem Ergebnis kommen, dass ein Nationalpark hier notwendig und sinnvoll ist, der Gesetzgeber das entscheidet, dass wir es gemeinsam mit Ihnen auf den Weg bringen. Herzlichen Dank. Applaus